Willkommen zurück bei Formel 1 2016 hier in Monaco zum, ja sicher, zweiten Training. Ah, wir gucken mal rein. Wir können immer noch nicht upgraden. Wir haben zwar ein paar Pünktchen bekommen, aber wir gehen jetzt zum zweiten Training, keine Zeit verlieren. Weil wir haben ja noch was vor. Genau, zurück erstmal hier Auto-Setup. Ich will nur mit Setup 1 fahren. Also alles andere ist nicht... Ja, danke. Super. Setup 1 ist drin. Sehr schön. Info. Reifenmanagement. Ja, wir starten das Reifenmanagement und wir machen eine fliegende Runde. So, jetzt heißt es also alles geben, Reifenmanagement. Nicht den Reifen kaputt machen. Verdammte Hacke, ey. Über eine Sekunde zu langsam.
Alter Schwede, ey. Volle Konzentration hier. Aber nicht mit dem laggenden Spiel. Fuck! Alles in Ordnung? Sag mir, Flashback. Ja, ist klar. Das ist krank. Die geforderte Zeit ist einfach nur krank. War schon wieder eine Sekunde zu langsam. Ach, liebes Team, wenn ich entwickeln soll,
Warum gibt ihr mir dann solche Aufgaben? Die packe ich doch nie. Oh, unbelievable. Unglaublich. Also, unsere Abnutzungen sind alle besser. Keine Ahnung. 1,19, 6er Zeiten, ja, haben die verlangt, ey, das ist für mich nicht möglich. Achso. Was haben wir eigentlich für Teamziele? Den ihr ernst? Was sind wir denn? Oh, 18. ey. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Vettel, Hamilton und Nico Rosberg. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Ja, und es ist auch definitiv interessant, was die da für eine Reifenmischung haben. Und was für eine Zeit. Alter, steht eine 1,16, schieß mich weg, ey. Ja, wir schauen uns das dritte Training an beim nächsten Mal. Was ich da schaffe. Also Reifenmanagement kann ich vergessen, ne? ist hin. Ne, den mache ich nicht nochmal und ja.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mir beim Versagen zuzusehen und bis dahin, euer Pfiffig. Ciao.